Hallihallo, hier ist der Lars von Rohr Energie. Herzlich willkommen. Ich wollte euch nur ein kleines Feedback geben zu unserem ersten Workshop, der heute war. Wir haben jetzt 17 Uhr, wir haben eine Stunde überzogen. Es ging los um 11 Uhr, hatten ein paar ganz tolle Teilnehmer hier. Hallo, herzliche Grüße, dass ihr da wart. War ganz prima mit euch. Wir hatten einen ganz tollen Tag zusammen. Sehr erlebnisreich, sehr informativ. Man hört auch an meiner Stimme. Ich war leicht angeschlagen, habe aber alles gegeben heute noch. Und morgen bin ich wahrscheinlich heiser, aber war super cool. Es gab tolles zu essen. Ich habe einige Vorträge zusammen mit der Alexandra gehalten. Wir haben einige Praxisarbeiten gemacht. Und ich wollte mal zeigen, was wir so gemacht haben. Also hier sieht es jetzt wüst aus. Das wollte ich euch nur zeigen. Zum Nachtisch gab es einen glutenfreien Heidelbeerkuchen, den haben wir mit glutenfreiem Mehl von Scheer gemacht. Er ist ein bisschen fest geworden. Wir werden das nächste Mal mit einem anderen Mehl das mal probieren, aber er war wenigstens glutenfrei. Da hatten ja einige Leute ein bisschen gewünscht, es sollte ganz glutenfrei sein. Unser Menü, das haben wir jetzt auch gemacht. Dann hatten wir hier zwei Entsafter. Wir haben so einen kleinen Entsafter-Workshop hier auch gemacht und hatten hier einmal den Kuvings Whole Slow Juicer B6000 in Gebrauch. Und den Omega 8226 und der ist eher was hier so für Grünzeug und für Eis hat er super gut funktioniert. Und er ist halt hier eher für große Portionen Obst und Gemüse. Aber ich mache dann demnächst mal ein Vergleichsvideo. Wir haben den jetzt hier nochmal ein, zwei Wochen hier zum Testen. Dann muss ich den wieder zurückschicken. Wir haben im Mixer viel gearbeitet. Ich habe gezeigt, wie ich meine Soßen mache. Einmal fettfreie Soßen und dann nochmal Soßen mit Cashewkernen. Wir haben hier ganz schön viel veranstaltet. Es gab noch ein veganes Chili aus dem Slow Cooker. Das kam sehr gut an. Es gab auch noch Sushi und vegan Mozzarella. Da ist auch, glaube ich, was übrig geblieben. Ich glaube schon. Ich weiß nur nicht, wo es ist. Nee, keine Ahnung. Ist das vielleicht unten? Sushi ist noch übrig geblieben. Und ja, dann gehen wir mal kurz ins Wohnzimmer. Hier haben wir das alles gemacht. Unsere Teilnehmer haben hier auf den Couches gesessen, auf den Sofas. Wir haben auch ganz viel mit Büchern gezeigt. Wir haben noch Supplemente gezeigt. Hier haben wir so eine Tafel, an der ich hier was erzählt habe mit der Alexandra zusammen. Hier stehen auch noch mal ein paar Bücher. Und ja, war ein sehr interessanter Tag. Da die Gruppe nicht ganz so groß war, konnten wir sehr auf die Problematiken oder die Fragen einiger Leute eingehen. Und es war nicht mal jemand, ist ja genau, die unter den 5 Leuten waren da. Da war niemand dabei, der 100% vegan war. Und ich hoffe doch sehr, dass wir jetzt die eine oder den anderen überzeugen konnten, jetzt noch einen Schritt weiter zu gehen, sich ganz vegan zu ernähren oder es wenigstens mal eine Weile zu versuchen. Aber alle sind auf einem sehr, sehr guten Weg oder wissen schon sehr, sehr gut Bescheid. Hat uns super viel Spaß gemacht, der Tag. Und ja, wir haben heute Abend noch die Reste, die wir essen können. Und jetzt muss ich erstmal alles aufräumen. Da freue ich mich schon drauf. Also, vielen Dank, dass wenn ihr da wart. Und unser nächster Workshop ist am 28.11. Und würden uns freuen, den einen oder die andere dort auch zu treffen. Bis bald. Tschüss.